Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play GTA 5. Das ist der achte Part, Leute. Und ich bin wieder Daniel von Planet Wargamers. Und im letzten Part haben wir ja die LSD-Mission gemacht, wo wir auf LSD waren, ein paar Aliens killen mussten. Aliens in Anführungsstrichen. Dann hatten wir noch eine Mission gemacht, wo wir jemanden hinterherrennen müssten. Und. Let's go. This is it. Oder eher gesagt, Gras statt LSD. Oh mein Gott, ich habe mich gefangen. Und heute wollen wir die Franklin-Mission machen. So, und das ist auch so ein Ereignis. Das könnten wir eigentlich auch machen, wenn wir schon mal dabei sind. Weil, müssen wir später gehen. Get a car that's big enough and be our driver. On your knees. Thank you for dealing with those punks. The police do nothing around here. Oh my god. So. Dann haben wir die schon mal fertig. War ja nicht schwer. Nur ein paar. Nur zwei Leute dünn. Aber sowas gehört auch zum 100% Run dazu. Ach so, ja dann. Werde ich mal zu Franklin wechseln. Gucken, was der gute Frank denn gerade so macht. Ah. Er ist am Beach. Und ja, also in der Nähe. Oh. Ja, klar, komm. Juckt den einfach nicht. Hey, Bro! Hey, Buddy! Oh, hier ist das Motorrad, was Lamar mitgenommen hat. Er lässt überall seine Sachen liegen, aber das ist eine Frechheit. Und ich würde gerne von euch in den Kommentaren wissen, wie euch bisher der Kanal gefällt und ob ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Tipps, die uns helfen, euch besser zu entertainment oder so. Ja. Zu entertainen, so sagen wir. Oh. Boah, Alter. Frank, der fährt aber auch wie so ein Ochse, Alter. Wo ist denn jetzt Dings? Der Motorrad hin. Ach da. Jetzt nicht wogegen fahren, damit wir ja kein Leben kurz rumkommen. So, gucken, was als nächstes abgeht. But you know what is going to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know, I'm just asking. Die Frau hat Humor. This is
Hear it walking, exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the end of patriarchy. We are women. Hear our cry. We are women. Hear our cry. Wir sind Frauen, hört unseren Schrei. Wir haben keine Zweifel, wir sind frei. Yo. Könnte so Motto der Frauenpferde sein. So, hier wird uns auch gesagt, dass wir die iFruit-App runterladen können. Islamas-Hund. Shop. Okay, you tall, linky son of a bitch. Homie, we ain't got all day. Let's go. For sure, but what you got up? Kidnapping fool, that clown D, that OG fool from Balls. Dog, I told you, no more game banking retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. Come on, homie. You worse than Chop. You gonna make some paper, low, and ain't nobody out here gang banging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. Das kann man da nicht überspringen, das ist ja. Wir bewegen uns damit selber. Also hier. You got the wheel, homie. So, Chop, schau rein. Get in the van, Chop. Get in the van. Good dog. So. Was ist mit so dem Vinewood Boulevard? Hey, I like your dog, homie. Me and Chop got a lot in common. Yo, annoying ass. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Man, fuck this, man. You seen Tanisha? She's straight. It's me and you that ain't straight, though, homie. Dog, I know, homie. But look. I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. I know he'd be a good hookup for us. We don't need no hookup, fool. I know these streets. You know these streets. Man, all you know is dime bag hustling, credit card stealing, boosting gas tankers, homie. Come on, man. What you trying to be some fucking commodity trader or something? Boy, that shit went up, man. Oh, ihr merkt schon, mein Fastball ist sehr gut. Der Hund will hinten wahrscheinlich verrückt werden, Alter. Durch die ganzen Erschütterungen. Die fahren aber auch alle hier wie so. Diese. Wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. No problem. Cash in hand. Oh. 2 days time, no killing, nothing. No, just starting another beef with the fucking ballers, nigga. That's class A killing. Das Auto reagiert aber auch nicht, ne? Man, we gotta lose these cops. We want them all. Cops sind bei uns, Mann. Wie Bullen geht mal ab. What the fuck, ey. Hello? Oh, dann wollen die noch nach mir suchen. Das sind auch noch Zeit weg. We gonna keep our disguise on. Ach, geht doch. Ain't nobody gotta know it was us. Oh my God. Die Palmen, die da im Weg stehen. Yeah, whatever, homie. We'll see about that. Ich werde jetzt auch nur zu diesem Platz da jetzt hinfahren. Und dann möchte ich den Part beenden, weil ich sollte nicht zu dem müssen wir noch schaffen, da uns die ganze Zeit die Bullen verfolgt haben und wir die erstmal abschütteln mussten. Und das nimmt auch Zeit weg, außerdem dann noch die ganzen Dialoge zwischen den verschiedenen Charakteren nimmt auch nochmal ein kleines bisschen Zeit weg. Aus dem Weg, Mann. Ja,
Pech. Hey, what's up, Bo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn. In a van, we gotta go. Und ja, Leute, die Mission werde ich im nächsten Part weitermachen und zu Ende schaffen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht oder auch schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und dann würde ich sagen, tschüss.